time has returned. Free from their imprisonment, ancient wizard kings come, seeking lost magics and new realms to conquer, turning all whom they encounter by choice or by force. Through strife, champions arise. New unities are founded. And powerful arcane knowledge unlocked. As gods and mortals clash, the forces unleashed will shape a new age of wonders. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zu einem für mich persönlich sehr, sehr nostalgischen Spiel. Ich habe nämlich seinerzeit 1999 schon Age of Wonders, den ersten Teil und auch die meisten Nachfolge, 2, 3, habe ich auch gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich Shadow Magic gespielt habe, aber ich habe damals die Nachfolger, also von 1 bis 3, durchgenerdet. Das war meine Zeit damals. Und ich freue mich deswegen total, dass es jetzt hier quasi so eine Rückkehr zu den Wurzeln von Age of Wonders gibt. Wir hatten ja schon erlebt, dass es dieses Planetfall gegeben hat. Das kam, glaube ich, nicht unbedingt bei allen Leuten ganz gut an. Ich fand es damals eigentlich ganz, ganz nice. Und jetzt sind wir wieder zurück in der alten Fantasy-Welt. Und auch hier sehen wir von der Storyline her, erhebt sich quasi wieder die alte Geschichte. Und ich freue mich total darauf, dass wir das jetzt hier gemeinsam erleben können. Apropos gemeinsam erleben. Falls ihr mehr von Age of Wonders sehen wollt, als jetzt hier nur dieses kleine Erklärbär-Video, das sozusagen jetzt hier den Anfang dieses Let's Plays darstellen soll, dann schaut einfach mal auf twitch.tv/mörb da vorbei. Da bin ich nämlich heute am 29. und am 30.04. und auch am 1. Mai live und werde es mit euch zusammen spielen. Natürlich eine andere Runde als diese hier, aber schaut da einfach mal gerne vorbei, dann könnt ihr noch mal ein bisschen mehr reinsehen, falls ihr euch überlegt, dieses Spiel zu kaufen und euch fragt, lohnt es sich für mich und ihr noch ein bisschen Anschauungsmaterial braucht. Ja, Age of Wonders 4 wird auch Season Passes bekommen. Ihr seht, da ist auch schon der erste frei oder wird gleich am Anfang schon freigeschaltet. Ihr, könnt damit rechnen, weil es ist ein Paradox Interactive Spiel, ne? Apropos Paradox Interactive, ich habe jetzt gerade eben erst festgestellt, dass Age of Wonders, was ich damals schon 1999 gefeiert habe, schon von Paradox Interactive gepublished worden ist. Also das ist ein ureigenes Produkt von denen und merke dadurch, dass ich eigentlich jetzt schon seit 25 Jahren mehr oder weniger an Paradox Interactives Sitze hänge. Was ich irgendwie auch ganz nett finde. Apropos, wenn ihr dieses Spiel hier günstiger kaufen wollt als auf normal Steam, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es nämlich einen Affiliate-Link. Da klickt ihr am besten drauf und legt das Game dann in den Warenkorb und gebt an der Kasse dann den Wundermörb an. Dann spart ihr 9% sowohl für die Standard-Edition als auch für die Premium-Edition. Wenn ihr das tut, sage ich vielen lieben Dank dafür, denn über den Kauf, über den Link unterstützt ihr mich und meinen Kanal und der Wundermörb für die Rabattierung ist für euch. So, Freunde, wir spielen jetzt hier eine ganz normale Kampagne. Ihr könnt aber auch theoretisch einen Online-Mehrspieler spielen. Das habe ich zusammen mit Ranger Area schon getestet. Das funktioniert auch. Ich gebe euch bloß einen Tipp. Deaktiviert hier bei Online definitiv das hier. Sonst, ihr solltet auf gar keinen Fall die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren. Die ist nämlich problematisch. Dann bekommt ihr nämlich für jeden Turn-End eine E-Mail. Die E-Mail-Benachrichtigung spammt euch euren Ordner zu. Die muss dafür nicht an sein. Macht die nicht an. Das ist Play-by-E-Mail. Heißt das, auch wenn es kein Play-by-E-Mail ist, also es ist nicht so, dass man immer wieder abwechselnd quasi ins Spiel reingeht, sondern man spielt schon ganz normal nebeneinander. Die E-Mail-Benachrichtigung muss nicht sein. So, wir machen ein neues Spiel. Wir können in diesem Spiel hier entweder vorgefertigte Reiche nehmen, die können auch verschiedene Stufen haben, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt auch benutzerdefinierte Reiche selber erstellen. Habe ich schon hier mit ein paar getestet. Das sieht dann so wie folgt aus. Ihr könnt das Reich dann anpassen, wenn ihr wollt. Und ihm andere Eigenschaften verleihen. Unterschiedlichster Couleur. Wie ihr seht, da ist eine ganze Menge drin, was ihr da reinballern könnt. Und das fügt dann immer wieder neue Eigenschaften hinzu. Also da könnt ihr eine ganze Menge Zeug machen. Ganz, ganz verrücktes, crazy Zeug dann hier auch aussehen lassen.
damit ihr quasi gleich erkennt, ja, das ist das von mir erstellte Reich. Wie viele Spieler sollen sich darauf tummeln? Wie weit sollen die voneinander entfernt spawnen? Das erhöht oder senkt natürlich auch die Freiheit und die Schwierigkeit. Wie hoch die Schwierigkeit insgesamt sein soll, was für Einheiten drin durch ja, einfach die Welt füllen sollen, die neutral sind, die ihr dann quasi bekämpfen könnt und so weiter und so fort. Und natürlich auch, ob ihr klassische Runden abwechselnd spielen wollt oder simultan alle spielen gleichzeitig und machen gemeinsam einen Turn-End. Insgesamt kann man sagen, dieses Spiel hier ist so ein bisschen für manche Leute wahrscheinlich ähnlich wie Civilization. Es hat schon in gewissermaßen so leichten Touch Richtung Civilization, hat aber auch einige eigene Aspekte, die ich gleich drinnen in ein paar Minuten erklären werde. Wir spielen jetzt hier das Tal der Wunder, Aufstieg der Godir. Das ist der Teil mit der Storyline und den möchte ich mit euch zusammen hier spielen. So, wir gehen da rein, wählen das aus. Und das Ganze wird hier im Tal der Wunder stattfinden. Da haben wir hier zum Beispiel jetzt hier kristalliner Überfluss, mehr Mana. Dann hier unbewohnbarer Untergrund, das heißt, es gibt keine Städte im Untergrund. Es gibt zwei Ebenen, die Oberwelt und den Untergrund, wo man durch Höhlen hinein kann. Das gab es damals schon in Age of Wonders 1. War für mich damals ein Wow-Effekt, als ich das damals gesehen hatte. Heutzutage nichts mehr Besonderes, aber für mich war das damals was Cooles. Dass man einfach auf zwei Ebenen auch strategisch denken musste, war cool. Dann gibt es noch uralte Ruinen, also verlassene Städte, die man theoretisch wieder besiedeln kann von den Elfen. So, wir gehen hier auf normale Schwierigkeit. Your journey starts here. Und können jetzt schon unsere Fraktion erschaffen oder unsere Rasse, wenn ihr so wollt. Es gibt jetzt schon hier vorgefertigte welche, unterschiedlichste Couleur, wie ihr seht, ausersehene Menschen, die hier also schon vordefiniert sind, die ein Feudalreich darstellen, wie ihr sehen könnt. Es gibt hier die ersten Elfen, es gibt hier Blutfang-Orks, Gebirgszwerge, Arkane, Tigraner und. Ein paar könnt ihr nicht spielen, weil die sind für die Storyline in der Storyline-Kampagne relevant. Aber ihr könnt euch jederzeit eine eigene Rasse erstellen und das machen wir jetzt auch. Wir werden nämlich jetzt hier die Ratten, die Ratistokraten erschaffen. What is your people's form? Die feudale Ratten darstellen werden. Das ist ein ganz, ganz toller Synergieeffekt und ich hatte da eigentlich schon diese lustige Idee, als ich hier damit rumgespielt habe. Lasst uns mal feudale Ratten machen. Ne? Also Ratten, die sich quasi so ein bisschen von ihrer chaotischen Ursprüngen her versuchen loszulösen und das Leben der Menschen, die sie, glaube ich, immer so immer ein bisschen beobachtet haben, kopieren. Denn Ratten sind ja auch in echt sehr, sehr soziale Tiere und diese Ratten haben es geschafft, sagen wir es mal so. Ihr könnt momentan auswählen, ob ihr Menschen sein wollt, Elfen, Orkoide, Zwergenwesen, Halblinge, Goblinoide, katzenhafte Ratten, Kröten oder Maulwurfswesen. Jede dieser Rassen hat hier eine körperliche und eine geistige Eigenschaft, die ihr allerdings nicht so lassen müsst. Ihr könnt sie auch ändern. Wenn ihr also zum Beispiel jetzt hier bei den Ratten nicht die schnellen Reflexe haben wollt, um 30% mehr Fernkampfabwehr zu haben, weil ihr einfach schneller ausweicht, sondern ihr wollt sie eher zu Fernkämpfern machen, dass sie selber besser treffen, dann könnt ihr zum Beispiel sie einfach austauschen und sie scharfsichtig machen. Ich bleibe jetzt allerdings hier bei den schnellen Reflexen, weil ich das ganz, ganz cool finde. Wir werden auch bei der Überwältigungstaktik bleiben. Es ist so diese Schwarmmentalität, die die Ratten haben. Das sorgt dafür, dass wenn unsere Einheiten direkt nebeneinander stehen, und dieses Nebeneinanderstehen, das wird so unser Metathema sein, dann haben wir eine erhöhte kritische Trefferchance. Das heißt also, wir machen mehr erhöhten Schaden mit noch weiteren Effekten. Dieses Spiel ist sehr komplex, typisch Paradox Interactive. Aber auch das können wir ändern, wie ihr sehen könnt. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Hier zum Beispiel, wir sehen, da gibt es auch eine Untergrundanpassung. Erleichtert die Fortbewegung für das Ansiedeln im Untergrund. Farmen können auf Höhlen, bla, gebaut werden. Ihr seht, man hat da diverseste Boni. Man kann hier auch Wasseranpassung machen, Wüstenanpassung, Verteidigungstaktiken. Es ist der Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Und ich wette, da kommt noch mehr dazu. Das ist noch eine kleine Auswahl, glaube ich. Wenn die DLCs kommen, könnte das alles natürlich noch mehr werden. Aber ich lasse die Ratten so. Ich finde sie eigentlich ganz gut. So, jetzt kommt die Kultur, wo wir also ursprünglich hergekommen sind. Also es gibt feudal, hoch, barbar, fleißig, dunkel und mystisch. Das sorgt nicht nur dafür, dass wir bestimmte Affinitäten entwickeln. Es gibt 6 verschiedene Affinitäten. Hoch, Natur, Chaos, Materium, Dunkel und Astral. Diese Affinitäten könnt ihr auch im Spiel später noch durch einen Entwicklungsbaum ausbauen, euch neue Vorteile freischalten, dadurch euer Reich noch mehr individualisieren. Das zeige ich euch aber alles noch. Und
dadurch aber auch eure Diplomatie beeinflussen. Denn Reiche, die ähnlich gestrickt sind wie ihr, die mögen euch natürlich mehr, wenn ihr ihnen ähnlich seid. Und Leute, die halt ganz anders sind als ihr, also zum Beispiel, keine Ahnung, die einen sind dunkel und die anderen sind hoch und haben da schon wahnsinnig viele Entwicklungspunkte reingesteckt, dann mögen die sich natürlich nicht so sehr. So, das sind ja ganz komische Leute. Also ihr wisst schon, wie das läuft. Aber es gibt noch mehr Faktoren, die das alles beeinflussen. Wir werden ein feudales Rattenvolk spielen, haben dadurch eine leichte Ordnungsaffinität. Oder in dem Fall ja, Ordnung, das heißt nicht Hochordnung. Und eine leichte Naturaffinität. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass wir ein paar Boni bekommen. Hier als Statthalter haben wir quasi, wie ihr sehen könnt, eine erhöhte Goldeinnahmequelle. Und hier haben wir wiederum eine erhöhte Nahrungseinnahmequelle. Das ist an und für sich ganz, ganz cool, denn wie ihr sehen könnt, wir haben, wenn wir feudal spielen, Bauwerke mit Einnahmen durch Nahrung. Das heißt also, Nahrung werden wir brauchen, um schneller unsere Städte wachsen zu lassen. Das sorgt ähnlich wie bei Civilization für so ein Pop-Wachstum. Das zeige ich euch auch noch in-game. Dazu haben wir auch noch eine weitere lustige Synergieeffekt-Sache. Das Zusammenstehen. Unsere Truppen kämpfen in Formationen. Also unsere Schwärme sind nun Rattenformationen, Pikenformationen von kleinen Ratten, die dann noch mehr Boni generieren. In dem Falle 20% mehr Schaden, wenn sie direkt nebeneinander in Formation stehen. Alle Einheiten, die also quasi diesen Zusammenstehen haben. Und das zusammen mit 20% mehr Crit wird schon witzig, aber es wird noch witziger werden. Wir haben auch noch einen feudalen Lord, das ist eine Besonderheit. Da können wir einem Helden, also unserem Anfanghelden, hier eine bestimmte Fähigkeit zuweisen, aber jedem Helden immer nur eines davon. Und diese Fürstenfähigkeiten sorgen halt dafür, dass die dann auch noch eine bestimmte Spezialisierung auf eine Sache haben, wie zum Beispiel Fürst des Krieges, dass die Armeen erhalten dann, wie ihr sehen könnt, nach einem Sieg zum Beispiel jetzt hier wieder 5 Lebenspunkte zurück, also die recken schneller und bekommen dann nochmal ein paar Bewegungspunkte, um sich weiter zu bewegen. Nur so als Beispiel. Das kann, wenn man feudal ist. Wenn man hoch unterwegs ist, dann hat man andere Vorteile, wie zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, dass wir mehr Missen und mehr Stabilität produzieren. Oder bei den Barbaren ist es so, dass wir dann, wie ihr sehen könnt, mehr Einnahmen durch Nahrung und Einberufung durch unsere Bauwerke bekommen. Tatsächlich ist das auch ziemlich nett und Einberufung werde ich euch auch noch erklären. Einberufung ist nämlich wichtig, um Truppen zu produzieren. Das Spiel hier unterscheidet nämlich, anders als Civilization, welche Art von Produktion es gibt. Es gibt einmal Produktion, damit baut ihr auch Häuser. Und es gibt einmal Einberufung, damit baut ihr Truppen. Dazu aber mehr. Wir spielen es also feudal und gehen weiter. Und jetzt definieren wir unsere Gesellschaft, wie ihr sehen könnt. Da gibt es hier für jede dieser Affinitäten 3 verschiedene Ausprägungen, von denen wir jetzt insgesamt 2 Stück wählen können. Wie ihr sehen könnt, Schatten, Materium, Natur, Astral, Chaos und Ordnung gibt es hier. Da könnt ihr zum Beispiel Imperialisten spielen, wenn ihr wollt. Die Thronstadt und die Städte, die eine gemeinschaftliche Grenze mit einer Thronstadt haben, erhalten mehr Stabilität und mehr Gold. Und es gibt auch, wenn ihr das Spiel startet, einen Pop mehr. Wir machen allerdings die fruchtbaren Schwärmer. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir schon einen kleinen Bonus auf Nahrungsgebäude haben. Den werden wir jetzt hier noch mehr ins Absurde treiben. Unsere Städte benötigen weniger Nahrung, damit neue Pops entstehen. Das heißt, wir können uns schneller ausbreiten, schneller wachsen. Darüber hinaus sind unsere Einheiten auch höherstufiger. Also unsere billigsten Einheiten sind schon ein bisschen stabiler. Die haben also ein Level mehr, einen höheren Rang. Und unsere nicht-magischen Einheiten sind auch noch billiger im Unterhalt. Das klingt geil. Außerdem, zu Beginn hast du eine zusätzliche Einheit der Stufe 1. Das heißt, wir haben also von Anfang an schon mehr Truppen. Allerdings auch nur eine billige. Und was ich mir dann auch noch überlegt habe, also dann bekommen wir übrigens auch noch eine gewisse Chaos-Affinität, wie ihr sehen könnt, ne? Darf man nicht vergessen. Aber das ist so ein bisschen der Ursprung der Ratten. Ich finde das mit den fruchtbaren Schwärmern als Ratten ganz cool. Und dann würde ich auch mal sagen, wir sind dann jetzt hier, weil wir, das ist so unser neuer kultureller Hintergrund, wir haben es geschafft, nicht mehr so nomadisch durch die Gegend zu ziehen, wir sind versierte Siedler geworden. Das ist quasi eine neue Tradition, die unsere Ratten hier angenommen haben. Erhöhtes Stadtlimit, das Gründen von Städten kostet uns weniger Imperium. Imperium ist eine Ressource, die ich euch erklären werde. Und unsere Städte starten mit mehr Bevölkerung und unsere Hauptstadt im Übrigen auch.
Das sorgt dafür, dass wir uns gleich schon mal gut ausbreiten können. So, das wäre jetzt hier so unsere Auswahl. Und ihr seht, das definiert jetzt hier auch noch so ein bisschen unsere Affinitäten durch diese Auswahl. Also da kann man sich sehr, sehr breit aufstellen. Choose your first tome of magic. Und es gibt natürlich für jede dieser Affinitäten auch noch jetzt unterschiedliche Bücher. Hier zum Beispiel das Buch der Tiere, Wurzeln, Glauben, Eifer, Seelen. Die sind alle auf Stufe 1, Kryomantie, Abwehr, Heraufbeschwörung. Und wir nehmen das Buch der Horde. Ich zeige bloß zur Vollständigkeit aber auch noch die Pyromantie, Verzauberung des Gesteins. Und jetzt sind wir wieder bei den Tieren. Das Buch der Horde nehme ich deswegen, weil es noch mehr Synergieeffekte für uns bereithält. Ich möchte nämlich die Brutsverwandtschaft so schnell wie möglich schaffen. Das sorgt dafür, dass unsere Figürchen noch kleiner werden, aber zahlreicher und dann nochmal 20% mehr Schaden machen. Das wird großartig. Ich habe es schon getestet, Leute. Außerdem schaffen diese Bücher, wie ihr sehen könnt, durch die Affinität hier, Boni. Wir können zum Beispiel dann ein besonderes Gebäude bauen. Das ist das sogenannte Meutenlager, das wir auf Förstereien bauen können. Also es gibt Gebäude, ne, und die können wir dann ersetzen und ihnen dann andere Boni geben. Wenn wir zum Beispiel jetzt das hier machen würden, das Buch der Pyromantie, dann könnten wir zum Beispiel einen Ritualscheiterhaufen machen als Gebäude und so weiter und so fort. Es gibt so viel Zeug in diesem Spiel. So, also wir spielen das Buch der Horde. Das ist ein Buch der Stufe 1, keine Sorge. Das werden später noch mehr Bücher. Dann gibt es noch Bücher der Stufe 2, der Stufe 3, Stufe 4 und so weiter und so fort. Man kann also immer tiefer hineinforschen in einen bestimmten Bereich oder sich breit streuen. Aber die geileren Zauber kommen natürlich auf höheren Stufen, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt. So. What is your ruler's origin? Ja, in dem Fall haben wir tatsächlich nur einen Champion zur Wahl, weil wir den Story-Modus spielen. Wenn ihr frei spielt, könnt ihr einen Godir, so werden diese Heldencharaktere genannt, Godire, könnt ihr normalerweise auch noch auswählen zwischen einem Champion und einem Zauberer. Zauberer sind natürlich logischerweise eher magischer Affinität und haben dann eher so aus meiner Sicht im Kampf hauptsächlich Boni taktischer Natur. Die können also da sehr, sehr krasse Sachen machen. Hier der Champion, der ist eher strategischer Natur und halt oft auch auf der Weltkarte angesiedelt, die Boni. Unsere Städte haben eine erhöhte Einnahmen und erhöhte Stadtstabilität. Stabilität kennt ihr auch noch von Civ. Sorgt dafür, dass eure Städte nicht wegrebellieren. Alle Einheiten, die keine Heldeneinheit sind, erhalten 20% mehr Erfahrung. Das heißt, die leveln schneller. Er kümmert sich also eher so um das Weltliche. Und wir haben eine erhöhte Beziehung, also bessere diplomatische Ausgangslage mit freien Städten. Freie Städte kennt ihr auch noch aus Civ. Das sind neutrale Fraktionen. Insgesamt gibt es eigentlich drei Meta-Fraktionen. Es gibt also die Hauptfraktionen, so wie wir eine sind, und die anderen KI-Fraktionen. Dann gibt es die freien Städte. Die funktionieren im Grunde ähnlich wie bei Civ. Und dann gibt es noch Plagen. Das ist quasi das Gegenteil von diesen freien Städten. Das sind so Spawn... Das ist dann wie die Barbaren-Spawn-Orte bei Civ, könnte man sagen. Bloß, dass die noch ein bisschen mehr können als bei Civ. Also die können sich richtig ausbreiten und auch Gebiete für sich beanspruchen. Und die muss man natürlich bekämpfen, weil sonst werden sie zu stark und kommen zu euch und plündern. So, natürlich sind wir ein Champion. Reveal yourself. Und jetzt können wir den Typen jetzt hier definieren. Einmal hier unser Wappen. Ich mache jetzt hier mal, ja, hier die Farbgebung, wie ihr sehen könnt, kann man hier so einstellen. Ich finde das hier eigentlich ganz cool. Dann was für ein Körpertyp wir sind. Das hier wäre weiblich, das hier wäre männlich. Natürlich nehme ich jetzt in meinem Fall männlich. Das Körperbau, ich mache ihn sehr, sehr schlaksig und schlank mit kurzen Ärmchen. Die Beinlänge, ich mache ihn auch sehr kurz. Ich finde das einfach lustiger, ne? Einfach kleine Ratte. Die Hautfarbe kann man noch definieren. Ich mache eine weiße Ratte. Die man kann auch einstellen, was die für eine Pose haben. Ich gebe ihm jetzt hier einfach mal hier quasi dieses Schwert und Schild, was ich ganz, ganz nice finde. Dann kann man noch einstellen, was er für einen Kopf haben soll. Kann man bei allem. Also man kann eine ganze Menge einstellen an der Stelle hier. Frisur. Ich muss jetzt erstmal gucken, was er für eine Kopfbedeckung hat. Hier den Helm kann ich mal gerade eben mal ausmachen. Dann sehen wir mal ein bisschen mehr von ihm an der Stelle jetzt. Ich glaube, ich werde die Frisur nochmal ein bisschen überarbeiten. Also einmal Glatze, dann hier so ein Dutt. Dann gibt es hier noch so ein Dutt mit Pferdeschwanz. Ich glaube, ich gebe ihm hier diese wilde Frisur an der Stelle. Und ich gebe ihm mal als Haarfarbe Rot. Oh yeah. Das ist der rote Albino. Haarfarbe unten mache ich auch rot. Er hat nämlich auch noch einen Bart, wie ihr sehen könnt, den man hier einstellen kann. Das könnt ihr bei den anderen Rassen im Übrigen auch machen. Aber ich lasse mal seinen Bart jetzt hier weg. Das bringt relativ wenig. Ne, den Rest lassen wir hier mal gerade eben so.
Und wir können nicht nur ihn selber einstellen. Moment, ich hätte ganz, ganz gerne... Ja, dieses weiße Kettenhemd, das finde ich ganz cool. Den Umhang können wir auch noch einstellen. Jawohl, dann sieht er richtig aus, als ob er in einer richtig coolen Rüstung gekleidet wäre. Und wir können ihm noch einen Helm verpassen, wie ihr sehen könnt. Ich gebe ihm eine Krone, natürlich. Er ist der Rattenkönig, meine lieben Freunde. Und natürlich Outfits könnt ihr auch noch hier ändern. Und das Volk könnt ihr noch definieren. So, ihr könnt ihr, wie ihr sehen könnt, einstellen, also wie das Volk aussieht. Also was sie von Körperbau haben sollen. Die machen wir natürlich auch schön schlaksig und dünn. Die Armlänge machen wir auch schön kurz, wie ihr sehen könnt. Das geht alles. Armee-Hautfarbe lassen wir auch mal so. Armee-Rüstungsfarbe machen wir natürlich auch weiß, dass die alle sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, also quasi ähnlich aussehen. Armee-Reittiere könnt ihr einstellen. Ihr seht, hier gibt es Warge, Wildschweine, Pferde und so weiter und so fort. Ich hätte ganz, ganz gerne so kleine Ponys. Einfach weil das so super passend ist. So, das wäre jetzt hier also quasi unsere Spezies, die wir spielen können, die Ratistokraten. Und jetzt können wir ihnen noch den Namen geben. Erstmal hier den Volksnamen, natürlich die Ratistokraten. Und der Name von unserem Herrscher ist natürlich Nagus Ratzinger. Moment, Ratzinger. Weil er natürlich auch eine gewisse Affinität zu Musik hat. Die singende Ratte. Und natürlich ist es ein Kaiserreich. Kaiser Nagus Ratzinger von den Ratistokraten, meine lieben Freunde. Und damit können wir weitermachen und das Spiel endlich beginnen nach 22 Minuten. It was the time when the raw forces of magic returned to Athla. The seal that had protected the world was shattered. The cosmic currents thereby unleashed shaped the land, changing what was whilst returning what once may have been. In the wake of this new genesis, the great empires of the Third Age fell into decline, bringing on an era of re-exploration and expansion. Wir erleben jetzt also hier die Vorgeschichte. Alas. The time for peaceful discovery was brief. For the ancient wizards of the Second Age broke free from their eldritch prisons in the depths of the Astral Sea. Their strength regained, they set out to rule over the surviving peoples as God Kings, or Godir. Das haben wir schon gehört. There was little divine about them. Yucca, Nimue, Carissa. A pantheon of pretender gods. They were scarred, corrupted, haunted by millennia of torment, and ready to unleash their newfound powers against whoever dared stand in their way. Yet the wizard kings were not unchallenged. Mortal champions rose to the defense of their people, rebuilding their realms, and learning to channel the currents of magic. This is the story of one such champion. While traveling through the Valley of Wonders in search of a new home, tragedy befell his tribe, its elder slain by a magical being. After inheriting both the elder's throne and his powerful tome of magic, the young champion had to rise up and protect his people from the dangers that awaited. Das werden wir tun. Rein mit uns ins Spiel. Jetzt gibt es erstmal eine Menge Storyline noch. Ne? Wir haben den Storyline-Pfad gewählt. Hier sehen wir jetzt schon mal unsere anfängliche Stadt mit unseren anfänglichen Einheiten. Wir sind Nagus Ratzinger von den Ratistokraten. Ihr seht also quasi, was wir jetzt hier ausgewählt haben. Das kennen wir alle schon. Das ist nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Und das hier ist unsere Startmagie. Wir haben also Wut der Horde, das sind, oder auch Streben nach Ruhm. Das sind zwei verschiedene Buffs-Zauber, die wir noch sehen werden. So, ein Neuanfang. Auftrag Schlacht. Wir sollen drei gegnerische Einheiten töten und eine Farm bauen.
dann ja, schon lange sind und die Ratistokraten als Verbannte durch Atla gezogen. O Kaiser Nargus Ratzinger, indem du sie in dieses Tal geführt hast, hast du ihnen die Hoffnung zurückgegeben. Die stolze Stadt Tridal, die wir noch umbenennen werden, stellt einen Neuanfang für dein Volk dar. Es ist begierig darauf, sich aus ihren Toren hinauszuwagen und das Umfeld für sich zu beanspruchen. Um dein Gebiet zu erweitern, musst du die Jagd auf die Kreaturen in der Nähe von Tridal machen und deine Bevölkerung erhöhen. Anschließend kannst du deine erste Farm platzieren. Ihr seht, wir bekommen dann hier einen Stabilitätsbonus für unsere Stadt und eine zufällige Belohnung. Natürlich machen wir das. So, Anfangssituation. Ihr kennt das vielleicht. Es gibt hier solche Sektoren, die müssen wir so nach und nach einfach beanspruchen durch unsere Städte. Die breiten sich aus. Wie machen die das? Wir klicken mal auf die Stadt drauf. Es gibt verschiedene Ressourcen, die für die Stadt wichtig sind. Einmal hier die Nahrung. Die Nahrung sorgt dafür, dass wir hier ein schnelleres Bevölkerungswachstum haben. Haben wir Bevölkerung hinzugewonnen, können wir hier eine solche, ja, ein solches Teil hier für uns beanspruchen. Ihr seht, dass diese verschiedenen Sektoren, diese Teils hier, die haben auch immer wieder solche besonderen Boni, wie zum Beispiel jetzt hier Weideflächen. Die bringen die automatisch mit. Es ist im Grunde egal, ob wir jetzt hier zum Beispiel jetzt eine Farm bauen oder jetzt hier einen Steinbruch bauen. Ihr seht, dieser Bonus, der durch dieses Farmland hier entsteht oder diese Weidenflächen entsteht, den bekommen wir so oder so. Ich persönlich finde es halt rein optisch schöner, wenn man jetzt hier zum Beispiel einfach das so macht. So, jetzt haben wir schon mal dieses Gebiet jetzt hier also beansprucht und haben einen Teil unserer Quest jetzt hier schon mal erledigt. So, ihr seht aber auch, dass es natürlich noch mehr gibt. Es gibt neben der Nahrung, die wir jetzt auch noch jetzt hier von der Produktion hier deutlich erhöht haben, wodurch sich jetzt hier wiederum auch noch schneller mehr Bevölkerungswachstum einstellen wird, kennt ihr aus Civ, um dann noch mehr Gebiete zu beanspruchen, gibt es auch Produktion. Produktion brauchen wir, um Gebäude zu errichten, wie zum Beispiel eine Bibliothek, die uns mehr Forschung ermöglicht. Da habe ich jetzt vielleicht das nächste schon gespoilert. Wissen ist für Forschung wichtig, damit wir schneller neue Zauber bekommen. Es gibt aber daneben auch das eine andere Art von Forschung, das ist dieses Imperium. Das wird erst noch freigeschaltet ab Runde 2, da können wir unsere Reichsentwicklung machen. Das ist also eine nicht magische Forschung, die uns quasi noch tiefer in unsere Affinitäten hineinführt. Also Ordnung, Chaos, Schatten und so weiter und so fort. Da können wir dann auch neue Sachen freischalten, die wir ansonsten nicht können. Ne? Also im Grunde auch Forschung. Ich werde mich jetzt hier entscheiden, weil ich hier noch mehr Nahrung haben will für noch mehr Wachstum für das Lagerhaus. So, das ist das Erste, was die jetzt hier schon mal basteln dürfen. Wenn wir später noch bessere Truppen übrigens haben wollen, müssen wir das Rathaus auf Stufe 2 bringen, die Burg. Dann können wir bessere Einheiten ausbauen und ihr seht, dann schalten sich auch neue Gebäude frei. Wo wir gerade dabei sind, über die Truppen zu reden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Einberufung ist etwas anderes als Produktion. Mit Einberufung definieren wir die Geschwindigkeit, mit der unsere Truppen hier rekrutiert werden. Wir können jetzt hier momentan die einfachsten Truppen hier machen, Pikeniere und Bogenschützen. Das mache ich jetzt aber trotzdem, denn wir sollten hier immer gucken, wir sind ja eine Horde in gewisser Weise oder eine organisierte Horde, wenn ihr so wollt. Produzieren wir jetzt hier unsere Truppen und anders als zum Beispiel bei Civ ist das hier unabhängig davon. Wir haben also zwei verschiedene Gebäude, ein Gebäude und einen Einheitenproduktionsslot, den wir hier benutzen können. So, dann gibt es noch, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, hier unsere Heldenübersicht. Da können wir also gucken, was für Helden haben wir, welche Helden haben wir gefangen genommen und welche Helden sind tot. Tot heißt nicht, dass sie für immer weg sind. Man hat unter Umständen die Möglichkeit, sie wiederzubeleben. Und im Gefängnis hat man auch die Möglichkeit, mit ihnen zu interagieren. Dazu kommen wir aber alles noch deutlich später. Es gibt so viel Zeug, kann ich gar nicht alles jetzt abdecken, hier zu besprechen. Dann gibt es hier noch unsere Aufträge, dann ist die Übersicht über unsere Quests, wie ihr sehen könnt, auch wie man das Spiel letztendlich insgesamt gewinnen kann, militärisch, expansionistisch oder magisch. Diplomatie gibt es, hier gibt es momentan nur drei verschiedene Reiche, eins davon sind wir, die müssen wir aber erst noch kennenlernen. Dann gibt es auch freie Städte und nochmal die Übersicht, welche Völker laufen hier eigentlich rum. Dann gibt es hier magische Materialien, das könnte man auch als strategische Ressourcen bezeichnen. Da gibt es insgesamt, wie ihr sehen könnt, 9 Stück davon. Es gibt 3 verschiedene Arten von Erzen, es gibt 3 verschiedene Arten von Flüssigkeiten und 3 verschiedene Arten von Pflanzen. Und jede davon hat ihren eigenen Bonus, der global im Grunde wirkt. Und ja, also ich kann es hier gerade eben gar nicht alle ansprechen. Ich mache einfach mal ganz, ganz kurz Mouse over, damit ihr seht, was das hier alles bringt.
Das sind eine ganze Menge netter Boni, die wir uns da holen können. Die wachsen irgendwo hier auf den Tiles, also auf diesen Sektoren, und die müssen wir uns dann halt einfach beanspruchen und dann haben wir sie. So, wir haben also jetzt hier schon mal angefangen. Das hier ist jetzt hier unsere Anfangsarmee und wir werden jetzt mal gucken, was wir hier machen können. Ich möchte nämlich, glaube ich, schon eventuell... Nee, das hier ist die erste Truppe, die wir bekämpfen müssen. Dann gehen wir doch mal da drüben hin. Galoppen da drüben hin. Und ja, das hier ist übrigens unser Charakter. Der kann natürlich auch Items haben, wie ihr sehen könnt. Und später können wir dann ihm neue Items geben. Wir können sie auch verkaufen, falls wir bestimmte Dinge nicht mehr haben wollen. Er hat Lebenspunkte, wie gesagt, Verteidigung, Widerstand, also körperliche Abwehr, magische Abwehr, Bewegungsreichweite, Moral. Umso höher die Moral ist, desto effizienter kämpfen die Truppen. Machen wir zum Beispiel noch mehr kritische Trefferchance. Haben wir niedrige Moral, dann haben wir eine erhöhte Chance, nicht zu treffen, weil wir schon Angst haben. Ja, und Level-Ups gibt es später auch noch. Die kann ich jetzt auch schon mal ansprechen. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wenn wir ein Level-Up haben, gibt es erstmal hier ganz normale Fertigkeiten, wo wir auswählen können. Die sind auch mit Stufen hier unterteilt. Und wenn wir da was wählen, können wir dann danach die nächste Stufe machen. Manchmal schaltet es auch neue Möglichkeiten frei. Und alle 5 Level, 15, 15, 20, können wir sogenannte noch Spezialfertigkeiten freischalten, die sich von denen hier deutlich unterscheiden. Das sind dann nochmal andere Boni. So, okay, jetzt gehen wir erstmal in die Forschung rein. Wir machen jetzt alle, das ist die Brutsverwandtschaft, das ist ziemlich geil, das ist das, was ich haben will, ne? Was ich schon gesagt habe. So, das forschen wir als allererstes. Dann haben wir jetzt hier noch unseren Scouty-Scout, der kann von mir jetzt hier schon mal auf die Reise geschickt werden. Ich gehe mal da mit dem hier hin und da gibt es schon mal die erste Quest. Begegnung mit den Separatisten. Du triffst auf Arden Königsfang, der sich von dem ihm treu ergebenen Ratistokraten getrennt hat. Als sein Stamm das Tal der Wunder betrat. So trifft man sich wieder, Margus Ratzinger, sagt Arden Königsfang mit ernster Stimme. Denk daran, wir aus Wayne suchen keinen Streit. Es war Magie, die den Verlust unserer Heimat bewirkte. Und Magie, die den Ältesten unseres Stammes tötete. Als ihr das Bücher der Ältesten an euch nahmt, habt ihr euren eigenen Untergang heraufbeschworen. Wir bleiben auf Abstand. Jegliche Magie aus dem Weg zu gehen, ist für uns am sichersten. Also es sind die, die Magie ablehnen, wir sind die, die Magie nicht ablehnen. Jetzt können wir ihm einen Flüsterstein geben, das machen wir auch. Dann kommen wir nämlich jetzt hier in die Diplomatie mit den freien Städten. Das ist eine sogenannte freie Stadt, also eine Minor Faction. Und wenn wir denen jetzt einen Flüsterstein geben, von denen haben wir normalerweise immer nur einen, wir können aber auch mit der Zeit mehr bekommen, dann bauen wir jetzt hier eine gewisse diplomatische Abhängigkeit auf, die dazu führen wird, dass sie früher oder später kooperationsbereit mit uns werden und einen Pakt mit uns eingehen. Das können wir dann später noch vertiefen, dann werden sie loyal und irgendwann mal werden sie sogar unser Vasall. Und dieses Vasallentum können wir dann noch weiter ausbauen und irgendwann mal können wir diese Stadt sogar friedlich annektieren. Wir könnten sie aber auch einfach angreifen, wenn wir Bock haben. Das ist ganz euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Aber auch diese freien Städte, könnt ihr mir glauben, sind nicht so leicht zu besiegen. Das hat schon in sich, die zu bekämpfen. So, ihr seht es hier, ich wollte hier gerade eben da drauflaufen, aber hier ist ein Stack Gegner. Das schafft mein Scouty-Scout nicht. Also sage ich meinem Scouty-Scout jetzt einfach mal, er soll automatische Erkundung aktivieren. Das heißt, er läuft einfach durch die Gegend und deckt für mich die Welt auf. So, wir gehen jetzt in den nächsten Turn. Da haben wir es gerade eben gesehen, wie er das hier gemacht hat. Es sind die unterschiedlichen anderen Herrscher dran. Und weiter geht's. Die Spaltung überwinden. Im Anschluss an eine lange Debatte tritt einer von den Bannerträgern aus Tridal mit einem dringenden Botschaft an dich heran. Wir müssen unsere Stadt umbenennen. Wie ihr wisst, mein Kaiser, waren nicht alle von uns Ratistokraten weise genug, euch nach Tridal zu folgen. Einige hatten Angst vor Magie, die der Älteste euch unserem Kaiser übertragen hat. Sie blieben bei Arden Königsfang und selbst Wayne zu gründen. Wirst du Wayne aufsuchen, ein Bündnis zu schließen, um die Ratistokraten wieder zusammenzuführen? Aber selbstverständlich. Alternativ könnte ich ihnen auch den Krieg erklären, aber wie gesagt, das machen wir nicht. Wir machen natürlich. Ich nehme diese Queste an. So, und jetzt möchte ich hier gerade eben meine Stadt umbenennen. Das Ding heißt natürlich, Moment, Ratopia. So, Ratopia. Da treffen wir uns übrigens im Ratshaus und da kann der Rat über alle wichtigen Dinge beraten. Allein dafür habe ich die Ratten gemacht. Ich find's großartig. Ne? Deswegen freut ihr alle Ratten, ihr versteht? Im Ratskeller gibt's dann auch schönes Bier.
Wir werden jetzt hier angreifen und da kann ich euch gerade eben nochmal zeigen, wie das Kämpfen läuft. Ihr habt eigentlich immer die Möglichkeit, erstmal einen automatischen Kampf zu machen. Und wenn ihr der Meinung seid, oh nee, ich will diese Einheit nicht verlieren, dann könnt ihr euch theoretisch die Wiederholung anschauen und gucken, was ist denn da schiefgelaufen? Habe ich die Möglichkeit, das vielleicht selber besser zu spielen? Da seht ihr es hier schon in dem Kampf, also ihr könnt es hier komplett wunderbar angucken, was die KI getrieben hat. Und ihr könnt hier auch dann die Geschwindigkeit einstellen. Das könnt ihr übrigens auch so machen. Auch wenn ihr selber normal spielt, dann sind diese Geschwindigkeiten hier auch am Start. So, oder ihr könnt einfach sagen, nee, ich habe genug gesehen. Ich spiele es jetzt selber. So, und wir spielen es jetzt auch selber. Ihr könnt es also nochmal spielen, nochmal neu versuchen, wenn ihr das wollt. Ihr müsst es natürlich nicht machen. Ich glaube, dass die KI hier unsere Boni nicht so richtig schön ausgespielt hat. Wir haben hier nämlich eine Menge Synergieeffekte am Start. Hier können wir, so wie es aussieht, einige Engstellen besetzen und das machen wir jetzt auch. Ich gehe jetzt hier mal mit meinem Helden vor. Da direkt neben unseren Helden müssen natürlich unsere Pikeniere stehen. Das seht ihr hier gleich. Da wird jetzt zack die Überwältigungstaktik angehen. Jetzt ist das aktiv, weil die nebeneinander stehen. Das heißt, wir bekommen jetzt hier schon mal diesen 20% Schadensbonus. Dadurch, dass der jetzt neben ihm hier steht, teilt jetzt unser Herrscher aber auch den Schildkämpfer mit denen. Das ist so eine Art Phalanx. Das heißt, die haben dann mehr Abwehr. Dadurch, dass sie neben dem Schildkämpfer stehen. Und jetzt haben wir hier eine geschlossene Phalanx, auch wenn das jetzt hier momentan noch nicht so wirklich zu sehen ist. Dann stelle ich meinen Bannerträger hier hin, meinen Bogenschützen dahin und meinen anderen Bogenschützen dahin. Also wir stehen jetzt hier in einer festen Formation. Für uns ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, wenn der Gegner jetzt hier AOE drauf wirft. Ne? Wird er jetzt aber hier an dieser Stelle nicht tun. Man kann übrigens auch voll 360 Grad drehen, das ist ganz, ganz nice, wie ihr lustig seid. Ihr solltet euch auch immer überlegen, also wie richtet ihr eure Truppen aus, denn die Truppen haben Flanken, also wenn ihr zum Beispiel jetzt ihr seht, es sind hexagonale Kampffelder, die haben also immer eine klare Front und eine linke Front und eine rechte Front, das gilt alles als vorne, aber Rücken und linker Rücken und rechter Rücken, das bedeutet, ihr werdet flankiert. Das heißt, der Gegner hat dann, wenn er euch attackiert, einen Bonus oder wenn ihr den Gegner attackiert, habt ihr einen Bonus. So, der Bannerträger ist schon eine höhere Stufe von Einheit, der kann uns hier einen Bonus geben. Bollwerk, das stärkt die Verteidigung, falls der Feind jetzt kommt. Das aktivieren wir mal, dann sind wir diese Einheiten hier davon betroffen. Und das kann bis zu 5-mal stacken, dieser Bonus hier, dieses gestärkt, das ist ziemlich, ziemlich nice. Ihr seht, wir haben bis zu 3 Aktionspunkte, diese Aktionspunkte verbrauchen sich natürlich fürs Bewegen. Und wir könnten theoretisch dann für jeden Aktionspunkt einmal angreifen. Also 1, 2, 3 Mal. In diesem Fall ist hier noch 2 Mal. Hier nur noch einmal. Wenn wir uns nicht bewegt haben, können wir natürlich alle 3 benutzen. Ich gehe jetzt in die nächste Runde. Dann seht ihr auch nochmal was aufploppen. Schildwall aktiviert, wie ihr seht, und Verteidigungsmodus. Das ist auch hochgradig interessant. Wenn ihr die Runde beendet und ihr habt keine Angriffe durchgeführt, könnt ihr diesen Verteidigungsmodus aktivieren. Dieser Verteidigungsmodus sorgt dafür, dass ihr, wie gesagt, noch mehr Verteidigung bekommt. Das ist auch bei den anderen Einheiten im Übrigen der Fall, wie ihr sehen könnt. Nur bei ihm ist es so, den Schildwall habe ich schon angesprochen, wenn er nicht kämpft, sondern nur daneben steht und sich auf die Verteidigung konzentriert, das ist jetzt speziell für unseren Schildhelden, dann sorgt er dafür, dass seine nebenstehenden Kollegen eine bessere Überlebenschance haben. So, und jetzt gehen wir in den Nahkampf. Wir binden den Feind hier im Nahkampf. That's the plan. Und gehen mit allem, was wir jetzt hier haben, mal näher ran. Wir können erstmal ranlaufen und erst dann angreifen. Das ist das Schöne daran. Also wir sind sozusagen nicht dazu verdammt, sofort anzugreifen. Weil sonst würden nämlich unsere Synergieeffekte nicht funktionieren. So, jetzt buffe ich hier noch unsere Truppen. Ich mache jetzt hier Streben nach Ruhm. Das gibt auch gestärkt. Und ich werde jetzt dafür, mal die jetzt hier alle buffen, damit der ja auch noch dieses Buff hier abbekommt. So, der ist jetzt auch gestärkt. Die anderen haben jetzt hier schon Stufe 2 gestärkt. Das können wir sehen, wenn wir theoretisch, bei ihm müssten wir eigentlich jetzt hier reinschalten können. Ah ne, er hat auch nur gestärkt, Stufe 1 gerade eben. Okay, aber normalerweise stackt das. Gestärkte Verteidigung hat er trotzdem, wie ihr sehen könnt. Das sind anscheinend 2 verschiedene Buffs, die wir am Start haben. So, mit ihm werde ich jetzt hier erstmal nicht angreifen. Ich mache jetzt hier erstmal gleich mit ihm hier den Schildwall an. Und dadurch haben die jetzt hier halt eine krasse physische Resistenz. Das heißt also, wenn die den jetzt hier gleich angreifen, bekommen sie weniger Schaden zurück. Das ist ziemlich nice. Aber wir werden jetzt hier trotzdem als allererstes jetzt hier mal diesen Troll hier
Oder, ja, ich glaube, den Troll kriegen wir nicht so schnell down. Wir kriegen aber eventuell das hier relativ schnell down. Zack. Die Schildereinheit, die Bannereinheit ist auch eine Fernkampfeinheit. Ballern wir die jetzt hier einfach mal runter, damit die nicht mehr ganz so gefährlich sind. So, denn umso mehr Figuren die verlieren, desto... Oh, da haben sogar die... Wir haben sogar ganz gut getroffen. Umso mehr Figuren wir hier ausschalten, desto weniger Schaden machen diese Einheiten. Dann sind die nicht mehr ganz so effizient. So, und auch hier machen wir jetzt erstmal, glaube ich, echt den Verteidigungsmodus an. Und lassen den Feind angreifen. Das sind Pikeniere, die dürfen zuerst zuschlagen. Und ihr seht, der Verteidiger darf nur einmal zuschlagen, währenddessen der Angreifer alle seine Aktionen ausnutzen darf. Aber dadurch, dass die jetzt hier einfach diesen Kollegen jetzt hier gebunden haben, einfach nur indem sie da gestanden sind und ihre hohe Verteidigungswerte gehabt haben, kommen die jetzt locker mit diesem Troll hier klar, obwohl sie eine deutlich schlechtere Einheit sind als dieser Stufe 3 Troll. Das muss man sich mal klar machen. So, jetzt können wir eine andere Verbesserung machen. Jetzt tue ich mal alle Einheiten, die nur Stufe 1 sind, buffen. Dann sind die jetzt hier auch gestärkt. Also die haben jetzt noch mehr Stärkung jetzt hier erhalten. Das ist ziemlich nice, wie ihr sehen könnt. Man sieht hier auch schon, was die alles hier wunderbar treffen können. Ich bin jetzt der Meinung, du machst jetzt erstmal dir weg, dass die Fernkämpfe ja nicht mehr so in Gefahr sind. Die KI neigt nämlich dazu, die Fernkämpfe immer gerne angreifen zu wollen. Dann ballerst du dir weg und ihr seht, jetzt haben wir halt drei Aktionspunkte. Ne? Mit drei Aktionspunkten ist das hier relativ leicht, diese Einheiten auszuschalten. So, zack. Und der Troll hat hier gerade eben nicht so viel zu lachen. Jetzt gehen wir hier auf den Troll noch. Das war ein Crit. Jedes Mal wird so rumst. Das ist ein Crit, Leute. Und jetzt... Ja, komm, wir machen jetzt von alle. Er wehrt sich natürlich einmal. Blutung widerstanden. Gut. Und... Unser Anführer kann jetzt auch mal angreifen. Dann ist der Troll erledigt. Und wenn wir gewinnen, gibt es immer so ein Slow Motion. So, ihr seht, wir haben es ein bisschen besser gemacht. Es lohnt sich also selber zu spielen. Wir bekommen jetzt eine Belohnung, die Lederrüstung für noch mehr Verteidigung und noch mal ein bisschen mehr Nahrung. Belohnung nehmen, die bekommen wir beides, das ist keine Auswahl. Und dann geht es weiter jetzt hier. Neuanfang, Nachspiel. Du hast das Umland von Eratopia gewendigt und dadurch Optimismus und Abenteuerlust in deinem Volk geweckt. Es bereitet ein Schauspiel vor, das die Geschichte erzählt, wie du Ratistokraten in Sicherheit geführt hast. Vom Tod der Ältesten über das geerbte Bücher bis zur Abspaltung von Arden und Königsfang und schließlich zur Gründung von Ratopia im Tal der Wunder. Das Schauspiel zu deinen Ehren soll mit einem Versprechen für die Zukunft enden. Welches Ende wünschst du dir? Tja, wir bekommen jetzt einen Bonus, Stabilität für jede Runde. Wir könnten uns jetzt hier Gold für unser Reich wünschen, mehr Nahrung, dann bekommen wir sofort noch mehr Bevölkerung, wir können noch mehr Produktion von Truppen bekommen oder noch mehr Forschung. Tatsächlich, ich nehme die Forschung. Ich nehme die Forschung, Leute, weil ich möchte das hier schneller erforschen. So, und nachdem wir uns jetzt das hier geholt haben, können wir jetzt hier bei unserem Helden, wie ihr sehen könnt, ein Item auswählen, hier die Lederrüstung, und dann bekommt er jetzt hier noch mehr Verteidigung, ist in den Kämpfen jetzt noch tougher unterwegs. Hier sehen wir übrigens schon eine Plage. Das ist ein Plagengebiet. Hier wohnt irgendwie eine Plage. Die müssen wir irgendwann mal wegmachen. So, wir können ein neues Gebiet annektieren. Und ich annektiere in diesem Falle jetzt tatsächlich hier etwas, wo ich noch mehr Forschung mache. Das hier ist ein besonderes Gebiet. Da gibt es, so wie es aussieht, eine Mana-Quelle. Da kann ich jetzt entweder dafür sorgen, dass ich einen Nexus baue, um noch mehr Mana zu generieren, oder Forschung. Ich entscheide mich für die Forschung. Und das Böse lauert hier. Ja, das haben wir jetzt gerade eben schon gelernt. So. Und jetzt kann ich euch auch endlich das hier zeigen. Das zeige ich euch gleich noch. Aber vorher geht es noch weiter. Es gibt eine weitere Quest. Auftrag, Begegnung. Wir sollen nun, das lese ich euch hier nicht vor, das sind Monster aus einem Astralriss gekommen und die sollen wir wegklatschen. Und das machen wir auch. Da bekommen wir als Belohnung Wissen. So. Hier rein. Das hier ist das, was ich euch in dieser Folge noch unbedingt zeigen wollte. Das ist die Reichsentwicklung. Die schaltet sich erst ab Turn 3 frei. Hier gibt es diese sechs normalen, euch schon bekannten Affinitäten. Also Natur, Ordnung, Astral, Schatten, Chaos und Materium. Und es gibt noch die allgemeine. Die haben alle.
Und je nachdem, so wie gut ihr da drin schon weit, desto schneller bewegt sich hier quasi diese Affinität auf diesen Strahl bis zum Ende hindurch und ermöglicht euch dann quasi neue Fähigkeiten freizuschalten. Wie zum Beispiel hier, wenn wir irgendwann mal da sind, nutzbringende Interaktion. Das sorgt dafür, dass wir also Gründung oder Übernehmen von Städten dauert kürzer und sie haben von Anfang an auch mehr Pops. Um das freizuschalten, kostet uns das 50 Imperium, aber das können wir halt erst machen, wenn das hier, in Abhängigkeit davon, wie viele Punkte hier schon drin sind, hier weiter entlang gelaufen sind. Jedes Mal, wenn wir hier übrigens einen Punkt hineinsetzen, irgendwo, erhöht sich auch wiederum unsere Affinität, die dann auch global in der Diplomatie wichtig wird. Das heißt also, wir rasen dann auch schneller durch diese Gebiete hier durch, im Vergleich zu anderen Gebieten. Ihr seht, hier tut sich gar nichts, weil wir haben keine Affinität Richtung Astral, Schatten oder Materium. Die müssten wir erst irgendwie herbekommen oder von Anfang an haben, um hier diese Sachen uns freizuschalten. Deswegen kann man sich dann also, man kann die wildesten Völker dadurch letzten Endes kreieren, die man dann auch erst im Laufe des Spiels dadurch definiert. So, eine Sache noch, hier gibt es noch den Button für den Untergrund. Da sehen wir bloß gerade eben noch nichts. Ja, also der Untergrund ist im Spiel. Und ich habe noch eine Sache zu unseren Ressourcen zu sagen. Es gibt natürlich wie immer Gold. Gold brauchen wir, wie ihr sehen könnt, zum einerseits zum ganz normalen Unterhalt für unsere Truppen. Aber wir können auch Gold ausgeben, um zum Beispiel Gebäudebauten zu beschleunigen, wenn wir das wollen. Dann ist das jetzt hier zum Beispiel direkt schon fertig und ich kann jetzt hier als nächstes hier auf die Werkstatt gehen. Oder die nächste Stufe mit dem Kornspeicher hier in Angriff nehmen. Und man kann das natürlich auch mit den Einheiten machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt hier nicht warten, ich brauche diese Einheit sofort. Dann Mana. Mana brauchen wir natürlich, um zu zaubern. Alles, was mit Zaubern zu tun hat, kostet uns Mana. Und dann gibt es noch die globalen Weltkartenzauberpunkte. Die sind sozusagen der Wert, der definiert, wie schnell können wir eigentlich auf der Weltkarte einen Zauber wirken. Ob es sofort in einer Runde geht oder ob wir mehrere Runden beschwören müssen, um dann einen großen, mächtigen Zauber zu kreieren. Das werden wir aber alles noch sehen, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich jetzt hier bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir werden weitermachen. Jetzt gerade eben wahrscheinlich auch auf twitch.tv/mörb. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr noch mehr von diesem Spiel hier sehen wollt, um noch tiefer einzutauchen. Und ich habe es vor, jetzt auch erstmal bis zum 2. Mai, wenn dieses Spiel hier rauskommt, jeden Tag eine Folge auf YouTube rauszuballern. Und dann werde ich vielleicht auf alle 2 Tage wechseln, aber das werde ich sehen. Auf jeden Fall, denkt daran, auch unten in der Videobeschreibung gibt es auch noch den Link, wo ihr euch das Game günstiger holen könnt bei Gamesplendid. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Macht's gut, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Auf Twitch. Tschüss und Ade.